So Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Tryjump, heute mal wieder mit Challenge. Ich würde da jetzt ganz cool so ein Geheimnis daraus machen, was wir, wo bleibt das Modul? Okay, was wir für eine Challenge heute machen. Aber, und dann könnt ihr das so cool erraten und einfach daran, ja, einfach gucken, was ich mir so kaufe und was ich so mache und dann gucken, was für eine Challenge das ist. Aber steht wahrscheinlich sowieso im Titel, deswegen kann ich es auch jetzt direkt schon eigentlich sagen, und zwar muss ich erstmal mich töten. Und zwar ist das die OP-Bogen-Challenge. Heißt, ich falle jetzt jedes Mal dreimal. Okay, nein, das gehört eigentlich nicht dazu mit dem Runterfallen. Heißt, ich spiele ganz normal hier das Hin- und Her-Springen. Ja, freue mich ein bisschen, fall dreimal runter, spring einfach ganz normal. Und verzauber dann nachher nur meinen Bogen und versuche die damit alle wegzuhauen. Dafür wäre es natürlich cool, wenn ich ein paar Tokens kriegen würde. Also wäre es ganz nice, wenn ich jetzt aufhören würde, dreimal immer runter zu springen. Ja, ich habe aber mal, natürlich habe ich auch direkt wieder eine Ausrede am Start. Ja, ich habe jetzt bestimmt schon, weiß ich nicht, 2-3 Wochen kein Tryjump mehr gespielt. Heißt, ich kenne diese ganzen neuen Module gar nicht und habe auch schon generell Minecraft so lange nicht mehr gezockt. Also ich kann gar nicht mehr, oder wobei, wann kam mein Jump League Video? Ich glaube, letzte Woche habe ich noch einmal Minecraft gespielt. Eine Runde Jump League, das war es aber auch. Heißt, ich kann eventuell nicht mehr so geil springen. Das ist dann hier Challenge in Challenge. Erste Challenge ist, das Jump'n'Run überhaupt zu schaffen. Und ein bisschen zu springen überhaupt. Das erstmal wieder zu lernen. Und zweite Challenge ist dann, nur den Bogen zu verzaubern. Vielleicht auch ein bisschen Rüstung dabei zu holen. Ich weiß es noch nicht genau. Das hängt mit davon ab, wie viele Tokens wir gleich haben. Aber ich will ja schon eigentlich ganz gerne erstmal so eine mega coole Verzauberung auf dem Bogen haben. Und genug Pfeile muss man natürlich auch haben. Ich glaube, das wird auch nochmal schwierig da. Wobei ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie teuer Pfeile sind. Aber das sehen wir dann ja. Mich regt es gerade schon so ein kleines bisschen auf, dass ich beim ersten Modul direkt dreimal runtergefallen bin. Das war so mega unnötig eigentlich, aber egal, egal. Ich habe übrigens endlich mir eine Softbox bestellt und die kam heute sogar an. Gerade wo ich wollte heute aufnehmen und schon zack kam die Softbox heute Morgen an. Sieht jetzt eventuell noch so ein kleines bisschen komisch aus, weil ich habe jetzt links, ich habe halt nur eine Softbox bestellt. Jetzt steht links von mir, werde ich so mit so coolem Softbox-Licht beleuchtet und rechts nur mit so einer Kack-Schreibtischlampe. Deswegen ist das so gemixtes Licht, aber ich glaube, das ist ganz okay. Ich hätte ganz gerne noch eine zweite, aber mein Zimmer ist leider zu klein, ja. Hier ist nicht genug Platz, um rechts neben den Schreibtisch noch eine zweite Softbox hinzustellen. Deswegen muss das jetzt erstmal so gehen. Vielleicht lasse ich mir da noch irgendwas einfallen. Aber so muss das jetzt erstmal reichen. Und jetzt wäre es ganz cool, wenn ich nicht mehr runterfalle. Denn wir brauchen die Tokens. Auf der Suche nach den Tokens, der Hand, der Tokens. Ja, ist ja auch egal. Oh, ja, wow. Okay, okay. Oder wir fallen dreimal runter. Das macht es natürlich nochmal schwieriger. Weil ich kann so schon nicht mit dem Bogen schießen und nicht mit dem Bogen umgehen. Und dadurch haben wir gleich eine schlechtere Verzauberung und oder weniger Pfeile. Weil wir halt weniger Tokens haben und uns weniger kaufen können. Macht Sinn, glaube ich. Und ja, ja, wir kriegen das schon hin. Aber ich muss mich so... Okay, warte, wo sind denn die anderen? Die sind, glaube ich, bei Modul 8, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oder ist das schon Modul 9, diese Zahl, die da steht? Ist ja auch egal. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall hier anstrengen, nicht, dass jemand vor mir ins Ziel kommt. Ach, Mann. Okay, jetzt mache ich mir zu viel Stress hier. Jetzt wird das erst recht nichts mehr, glaube ich. Oh Gott. Dieser Stress, dieser Druck. Ich kann ihn nämlich standhalten. Komm schon. Zack. Zack, zack. Los. Schnell, Ryan. Beeil dich. Ich muss so springen, als ob mein Leben davon abhängen würde. Oh, das ist ein neues Modul, das kenne ich noch gar nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unlucky, weil ich jetzt nicht genau weiß, wo ich lang muss. Okay, okay, da musste ich aber anscheinend lang. Nein, ich brauche die Tokens. Jawohl. Nein, oh, da hätte ich vorher so einen Sprung machen müssen, hätte ich es vielleicht hinbekommen. Naja, Hauptsache, wir kommen bis zu Modul 10, beziehungsweise wir schaffen Modul 10. So, bitte sei es, dass ich kenne... Oh, nein. Okay, das... Oh, verdammt. Das Modul kenne ich leider noch nicht. Pitsche, Patsche, Pinguin. Der Name gefällt mir aber. Dann kann das ja eigentlich nur ganz geil werden, oder? Wenn der Name schon so cool ist, muss das Modul, denke ich mal, auch cool sein. Da muss ich hin, glaube ich. Jetzt hier. Und zu früh gesprungen. Egal. Meine Nase juckt, aber ich kann nicht kratzen, denn ich muss springen und ins Ziel kommen. Schnell. Okay. Jetzt hier einfach... Ach komm, Alter.
Jawohl, jawohl. Ich weiß nicht, wie das hier geht. Oh nein! Wir haben nur 2100 Tokens. Wie soll ich denn mir jetzt coole Sachen kaufen? Nein. Okay, jetzt ist die Frage, wie teuer ist denn erstmal ein Bogen? 150, richtig? Okay, Pfeile kosten 8. Ein Pfeil kostet 8. Wir verzaubern jetzt erstmal den Bogen und dann gucken wir mal, würde ich sagen. Erstmal so 3 Verzauberungen, oder? 2, 3, 4 Verzauberungen. Das sollte okay sein. Das sollte okay sein. So, dann Pfeile. Wie viele Pfeile braucht man denn so? Was haben wir? Power 3, Punch 2. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Wir holen uns erstmal 15, 20 Pfeile. Brauche ich doch mal mindestens, oder? Und Rüstung wäre halt auch ganz cool. So. Okay, wir holen uns noch eine volle Lederrüstung dazu. Und wie viel kostet denn ein Holzschwert? Wir holen uns auch noch ein Holzschwert. Ja, es ist jetzt nicht nur ein OP-Bogen. Ich hätte ihn, okay, ich hätte ihn noch einmal mehr verzaubern können, natürlich. Dann hätte ich aber auf Rüstung und sowas verzichten müssen. Und wir hatten schon nicht so viele Tokens. Deswegen hole ich mir jetzt noch ein Schwert und dann noch ein paar Pfeile. Nur Pfeile. Oh, ach so. Das ist das neue Geräusch anscheinend, wenn man nicht genug Tokens hat, um Item zu kaufen. Hier. Hä? Doch nicht. Was war denn das dann gerade? Ach so, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Kaufe 32 Pfeile in einer Runde. Ich dachte schon so, hä, was ist das denn für ein Geräusch? So. Und slash skip, auch wenn es eh schon zu spät ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das so wird. Okay, das ist auch noch eine neue PvP-Map anscheinend. Oh Gott, oh Gott. Ich treff nicht. Ah doch. Ja, jetzt hast du Angst, ne? Oh Gott. Komm nicht zu mir. Hier, fightet ihr beide. Bitte fightet ihr beide. Verdammt. Oh nein, ja, lass mich... Ich laufe einfach an dir vorbei, oh Gott. Oh Gott, jetzt laufe ich dem anderen in die Arme. Oh, das ist doch schwierig. Ich kenne diese Map halt nicht. Okay, wir müssen jetzt schnell die Treppe hochrennen. Ich will nicht direkt schon wieder sterben. Das soll ja nicht das kürzeste PvP aller Zeiten sein. Wie kann er mich denn einholen? So. Jetzt rennen wir erstmal ein bisschen weg. Ganz cool wäre es, wenn hier irgendwo so eine Ecke wäre. Och, komm schon. Der hat mich gerade auch schon gekillt, oder nicht? Ich wurde immer umzingelt hier auf der Map. Ich glaube, die Map war nicht ganz so gut für... Bogenschützen, würde ich jetzt mal so behaupten, weil wenn ich das richtig sehe, gibt es hier keine Ecken, wo ich mich einfach so reinstellen kann, ohne dass Leute von zwei Seiten einfach auf einmal ankommen. Okay, hier, oh. Hier hätte ich mich hinstellen können, das habe ich leider nicht gesehen. Hätte ich hier so chillen können und alle hätten von vorne hier hinkommen müssen, hätten nur so 4 Blöcke in einer Reihe gehabt und jetzt alle immer wegschießen können. Aber das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, wir müssen die Challenge irgendwann nochmal machen. Ja, wenn ich wieder regelmäßiger Minecraft spiele, ein paar Tokens mehr habe und vielleicht auch mal die Maps dann kenne, können wir das nochmal versuchen, würde ich so sagen. Das war es jetzt aber erstmal. Ich würde sagen, Challenge nicht wirklich bestanden. War ja eher semi-optimal. Ich habe nicht mal einen Kill geholt und bin innerhalb von 3 Sekunden 3-mal gestorben. Aber egal. Danke fürs Zusehen, Leute. Lasst auch mal eine Bewertung da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem anderen Video wieder. Ciao.